Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Webinar Klimagefühle in der Schule. Wie sprechen wir mit jungen Menschen über die Klimakrise? Ein total wichtiges und total ernstes Thema. Wir sind Teachers for Future, sind ein Teil der For Future-Bewegung, wie wahrscheinlich viele von euch, ein gemeinnütziger Verein. Und wir haben eben Kontakt aufgenommen zu Lea Dohm und Mareike Schulze, die dieses wunderbare Buch geschrieben haben, Klimagefühle, und haben da mal angefragt, ja, könnt ihr nicht vielleicht auch speziell was für uns LehrerInnen machen, weil wir in der Schule ja sehr, sehr oft wirklich mit dieser Thematik konfrontiert werden. Also einerseits sollen wir natürlich das unterrichten, das Thema. Also es kommt ja in verschiedenen Fächern, steht es im Curriculum. Wir wollen ja auch viel darüber reden, weil es nun mal so ein wichtiges Thema ist. Und gleichzeitig steht dann im Prinzip immer direkt die Frage im Raum, ja, aber wie rede ich denn jetzt eigentlich darüber, dass diese Bedrohung so akut ist? Und wie fange ich dann vielleicht auch Ängste und Gefühle auf, die dadurch entstehen können? Und Lea und Mareike haben netterweise gesagt, dass sie das machen würden für uns. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal einen großen Applaus. Genau. Und bevor ich dir jetzt gleich das Wort einfach an Lea weitergebe, vielleicht noch zwei, drei Sachen. Wenn ihr, es wird, es gibt zwei Inputs und zwischendurch die Breakout-Phase. Es gibt die Möglichkeit, nach beiden Inputs Fragen zu stellen, wobei wir nach dem ersten Input vielleicht erstmal nur Verständnisfragen stellen würden, weil vielleicht kommen ja die Sachen, die ihr fragen wollt, sonst noch im zweiten Teil und dann wiederholt sich das. Ihr könnt schon mal. Während ihr redet, könnt ihr eure Fragen in den Chat schreiben, dann haben wir schon mal einen Überblick darüber. Und die, jetzt kann ich auch ein bisschen einen Tipp wegen dieser Nachricht, aber die Frage in den Chat schreiben und den Chat aber bitte nicht für andere Dinge dann nutzen, damit wir da den Überblick nicht verlieren. Also, klar, jetzt der Ton ist jetzt einmal geklärt. Okay, der Ton scheint bei allen, sonst bei allen anderen gut zu sein. Das ist schon mal sehr erfreulich. Genau. Und ansonsten würde ich, ja, wäre es cool, wenn wir den Chat nur für die Fragen nutzen. Genau. Und dann zwischendurch gibt es nur 5 Minuten Pause noch. Also habt zwischendurch dann nochmal Zeit, auf die Toilette zu gehen, einen neuen Kaffee zu holen oder was auch immer. Und dann wünsche ich uns allen viel Freude und viel Lernen mit Lea. Ja, danke Inga. Jetzt mache ich weiter, ja? Okay, also die Vorbereitung dieses Webinars stand unter durchwachsenem Vorzeichen, weil nämlich Mareike heute doch nicht dabei sein kann, weil sie keine Kinderbetreuung gefunden hat. Und ich deswegen jetzt ihren Teil relativ spontan mit übernehme und meine Kinder aber auch letzte Woche krank waren. So, und ich hoffe, es läuft alles trotzdem gut. Ich gebe mein Bestes. Falls ich irgendwie an bestimmten Stellen hake, dann verzeiht es mir. Ich habe ja hier lauter Profis mit an Bord, sodass wir die Stellen, wo ihr denkt, ah, da müsste aber dringend noch was ergänzt werden, dass wir das dann irgendwie gemeinsam zusammentragen können. Ich habe auch gerade schon gesehen, dass Vera von den Psychologists auch dabei ist. Vera, du darfst mich auch sehr gerne ergänzen, wenn du denkst, da fehlt noch was Wichtiges. Genau, ich bin Lea Dohm, ich bin Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin bei den Psychologists for Future aktiv und arbeite bei KLUG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Klimagefühle und den Umgang damit. Ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei, dann seht ihr schon, wie ich mir das vorstelle. Und ich hoffe, das ist jetzt schon Herausforderung 1, dass das alles gut klappt, weil ich das nämlich als PDF erstellt habe und nicht als PowerPoint. Sieht man meine Präsentation? Ja, Inga nickt, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt ist die große Frage, sieht man auch Seite 2? Sehr gut, weil einmal ist es nämlich an der Stelle gehakt. Da bin ich jetzt schon mal sehr erleichtert. Also hier seht ihr, wie wir das heute machen, wie ungefähr der Ablauf sein wird. Das heißt, es gibt einen Input 1, dann gibt es die Kleingruppen, dann einen Input 2 und am Ende noch Diskussionsmöglichkeiten. Nach den Kleingruppen machen wir wahrscheinlich 5 Minuten Bio-Break, kurze Pause, damit alle einmal für sich sorgen können. Meine Ziele für die Veranstaltung sind, dass wir praktisch mehr Sicherheit im Unsicheren erfahren, denn das kann ich vorwegnehmen. Das Reden über Gefühle und alles, was damit zu tun hängt, zu tun hat, ist immer schwer planbar, ne? Erst recht, wenn es in Gruppen stattfindet, weil wir dann auch nicht so richtig wissen, was passiert, wie die Leute oder die SchülerInnen aufeinander eingehen und so weiter.
Das heißt, etwas Unsicherheit wird bei diesem Thema bestehen bleiben. Das kann man gar nicht vermeiden. Aber das darf auch so sein und das können wir bestimmt auch aushalten. Aber dass ihr so ein bisschen was an die Hand bekommt, was euch vielleicht hilft, so einen Rahmen zu bewahren, das würde ich mir wünschen. Genau, professionalisieren und MultiplikatorInnenbildung, das sind die Ziele für heute. Genau, und ich würde jetzt einfach anfangen mit Input 1. Da könnt ihr euch gerne zurücklehnen und einfach zuhören. Dauert ungefähr 20, 25 Minuten, würde ich mal schätzen. Also, ich konnte es mir nicht ersparen, Folien aufzunehmen, wo wir stehen. Ich weiß, dass das ein bisschen umstritten ist in diesen Veranstaltungen, ob man das überhaupt noch soll oder ob das überhaupt nötig ist, weil wir es ja letztlich alle wissen. Aber zumal ich weiß, dass einige das auch in ihren Kollegium und so weiter so ausgeschrieben haben und vielleicht nicht alle zum Beispiel bei den Teachers for Future hochaktiv sind, habe ich mir erlaubt, 4 Folien dazu reinzunehmen, um einfach einmal kurz sowas wie einen gemeinsamen Nenner zu schaffen. Also hier haben wir den Bericht des Club of Rome, 30. August diesen Jahres, die gesagt haben, es ist eine Kehrtwende nötig zur Rettung des Planeten. Es braucht drastische Schritte für die lebenswerte Zukunft. Und jetzt steigen wir schon ein bisschen in das psychologische Problem, was damit verbunden ist. Nämlich die Angst und die Sorge, die Menschen haben, sind nicht unbedingt mit dieser Nachricht verbunden, sondern beziehen sich oftmals eher auf andere Themen. Also wie zum Beispiel hier bei diesem Bild aus dem CRED Guide auf die Maus statt auf die Warnung des Wissenschaftlers. Das heißt, wir haben insgesamt in der Bevölkerung trotz allgemein großer, also es gibt einen allgemeinen weit verbreiteten Konsens, dass wir ein Problem haben, aber das Problembewusstsein unterscheidet sich zum Teil noch erheblich. Das ist die Grundvoraussetzung, mit der wir es zu tun haben. Genauso wie es hier mit den Kipppunkten, die meisten von uns sicherlich kennen, die bei vielen übrigens das Potenzial haben, starke Klimagefühle auszulösen. Deswegen habe ich die auch mit reingenommen. Und es spiegelt sich wieder in diesem berühmten Satz von Maya Göpel, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Genau, das ist so der Status, in dem wir uns gesellschaftlich bewegen. Ach so, und das ist die dritte Folie, die ich noch eingenommen habe, weil wir da schon die Brisanz sehen für die Kinder und Jugendlichen, über die wir heute ja vor allen Dingen sprechen möchten, dass eben bei den unterschiedlichen Szenarien hier dargestellt von der TAZ logischerweise die Kinder zur besonders vulnerablen Gruppe gehören. Ich bin jetzt 40, da kann ich hier rechts ablesen, dass ich vielleicht plus 2 Grad Erderhitzung noch erleben werde. Meine Kinder sind 8 und 10. Die könnten schon eine 3 Grad wärmere Welt erleben. Und dann kann man auf der linken Seite sehen, was das bedeutet. So, dass hier auch nochmal klar wird, dass für die Kinder und Jugendlichen das in der Regel nochmal eine ganz andere Brisanz hat, wenn diese Problemwahrnehmung wirklich durchdringt, so, und auch emotional durchdringt, als sie das für uns hat, besonders vulnerable Gruppe. Das sind die Grundvoraussetzungen, mit denen wir es zu tun haben. Genau, das darf an dieser Stelle nicht fehlen, dass wir natürlich nicht nur eine Klimakrise haben, die haben wir und das ist auch der Fokus, um den es heute gehen wird. Aber wir leben vermutlich fortan in Zeiten von einer gewissen Krisenpermanenz, wo uns verschiedene Krisen begleiten und dann je nachdem, was gerade so los ist, auf der Welt nach vorne preschen. Das sind die ökologischen Krisen, da gehört natürlich auch das Artensterben dazu, hochbedrohlich, was aber oft hinten rüberfällt, Verschmutzung, Wasser, Luft, Landnutzung, Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse. Dann haben wir hier den Bereich der gesellschaftlich-geopolitischen Krisen. Da ist sowas mit gemeint wie Konflikte, gesellschaftliche Konflikte, Flucht und Kriege, technologische Krisen, Cyberattacken, Internet- und Stromausfälle. Man könnte die Liste bestimmt noch fortsetzen, jeweils in jeder Kategorie. Wir wissen ja auch nicht genau, was auf uns zukommt. Ökonomisch, viele haben tatsächlich auch Probleme, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und Armut. Das heißt, wir haben mehrere systemgefährdende Probleme gleichzeitig verbunden mit einer Unsicherheit und Erschütterung. Und wo unsere Bewältigungsressourcen an ihre Grenzen kommen. Es ist eben nicht nur Klima, das ist, wobei das schon schlimm genug wäre, aber das ist einfach wichtig im Hinterkopf zu haben, denn wenn wir zum Beispiel mit Schülergruppen oder so diese Themen angehen oder überhaupt mit Gruppen, das ist auch bei Erwachsenen so, dann vermischt sich das oft. Dann ist es oft gar nicht so klar trennbar, sondern
Wir wissen zum Beispiel, dass klimabezogene Ängste oft damit zu tun haben, was Fluchtbewegungen angeht und was das mit unserer Gesellschaft macht und dergleichen. Also da verwebt es sich so ein bisschen ineinander. Es ist nicht ganz einfach, das auseinander zu klamüsern, aber auch gar nicht nötig, weil letztlich im Umgang mit den Gefühlen das sich ähnlich gestaltet. So, jetzt steigen wir schon ein bisschen mehr ein in den psychologischen Teil und gucken uns nochmal an, wie das mit dem Problembewusstsein eigentlich so ist. Bild des Eisberges, auch sehr passend zum Thema. Den habe ich gewählt, weil wir es uns praktisch so vorstellen können, dass ich glaube, laut Umfragen über 90% der Bevölkerung die Klimakrise als ein ernstes Problem sieht. So, das ist sozusagen die Spitze des Eisberges, die von den allermeisten Menschen wahrgenommen wird. Aber dass eine weitere Auseinandersetzung, also vielleicht das Wissen, wie groß dieser Eisberg unter der Wasseroberfläche ist, dass es sich eben doch ganz erheblich unterscheiden kann. Also da geht es dann zum Beispiel um solche Fragen. Was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für meine Kinder? Was bedeutet das für meine Berufswahl, für meine Altersvorsorge, für meinen Versichertenstatus? Was bedeutet das für den Wohnort meiner Familie, den Urlaubsort? Also dass so persönliche Verbindungen entstehen zum Thema und wir dadurch das Ganze psychisch greifbarer für uns kriegen. Und das ist üblicherweise auch der Punkt, also wo praktisch unter der Wasseroberfläche, wo der gefühlsmäßige Bezug dazu kommt, der übrigens tatsächlich auch eine große Handlungsrelevanz hat und deswegen eine große Bedeutsamkeit. So dass man sagen kann, dass es für die Bewältigung der Klimakrise, soweit das eben möglich ist, schon nützlich ist, wenn mehr Menschen in ihrem Problembewusstsein, also wenn sie das etwas ausweiten können, wenn sie eben nicht nur die Spitze des Eisberges sehen, sondern da ein tieferes Problembewusstsein entwickeln. Es gibt 3 zentrale Einflussfaktoren darauf, die habe ich da unten links noch aufgelistet. Das eine sind die mentalen Operationen. Das macht ihr sowieso schon alle, indem ihr in der Schule darüber berichtet oder Unterricht macht. Also mentale Operationen meint, sobald wir uns damit beschäftigen, mit diesem Thema, darüber reden, einen Film gucken, Artikel lesen, irgendwie dran sind, ist es eine mentale Operation und führt dazu, dass das Problembewusstsein sich ausbreiten kann. Übrigens auch bei schlechter Klimakommunikation. Also selbst wenn wir ein Gespräch geführt haben und hinterher denken, um Gottes Willen, das hätte ich mir aber auch echt sparen können, können wir davon ausgehen, dass es dazu führt, dass das Problembewusstsein, also zumindest wird das Thema dadurch wieder aufs Tablett gehoben und es hat eine positive Auswirkung auf das Bewusstsein. Dann ganz wichtig, Werte und soziale Normen. Wir erleben uns ja als Menschen gerne so hoch unabhängig und in unserem freien Willen irgendwie ganz autonom, dass ich entscheide, womit ich mich beschäftige und was mir wichtig ist und so weiter. Aber wir sind einfach viel mehr von sozialen Normen abhängig, als uns das in den meisten Fällen klar ist. Das hat verschiedene Implikationen, die man für das Klimathema nutzen kann, die jetzt aber heute nicht Thema sind. Aber es hat natürlich auch Implikationen für die gefühlsmäßige Verarbeitung. Das heißt, wenn ich merke, hey, in meinem Umfeld, meine Freunde, meine Familie, die reden irgendwie auch darüber, das ist ein Thema, was hier sein darf, dann ist es für mich leichter, mich auch selbst zu öffnen in meinen eigenen Gefühlen und in meinen eigenen Wahrnehmungen, als wenn es ausgeschwiegen wird. Weswegen es schon so viel Sinn macht, dass wir darüber sprechen und dass wir in gewisser Weise auch die Schweigespirale brechen. Schweigespirale insofern, weil wir davon ausgehen können, dass die allermeisten Menschen sich innerlich mindestens auch damit beschäftigen. Genau, und der dritte Punkt, Werte komme ich später zu, deswegen halte ich das jetzt kurz, ist die mediale Abbildung. Das heißt, es gibt in Deutschland insgesamt ein recht hohes Vertrauen in die etablierten Medien, sodass viele Menschen denken, wenn das wirklich so, so schlimm wäre mit dem Klima, dann würde es doch in der Zeitung stehen und dann wäre es eine Schlagzeile. Also da muss es hin, da sind wir uns vielleicht auch überwiegend einig hier und da gilt es auch weiter dran zu arbeiten. Aber das ist jetzt auch nicht Thema dieser Veranstaltung, sondern ich habe angefangen mit dem Problembewusstsein, weil es erhebliche Implikationen hat für den schulischen Kontext und für den Beratungskontext.
Wir kennen das aus den Psychotherapien und Beratungssituationen und das mag im Umgang mit SchülerInnen ganz ähnlich sein, stelle ich mir zumindest so vor, freue ich mich gleich auf die Diskussion, nämlich, dass ein Aktivist aus UK mal gesagt hat, all help has to come from a point of knowledge. Das heißt, wenn ich klimabezogene Ängste habe oder Gefühle oder mich insgesamt belastet erlebe, dann werde ich diese Belastung bei den Menschen am besten konstruktiv bewältigen können, die sich selbst schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die das auf dem Schirm haben. Denn wenn ich darüber mit, keine Ahnung, Onkel Willi spreche, der das alles nicht so schlimm findet und denkt, ist schon immer gut gegangen, dann wird es eher dazu führen, dass ich mich selbst nicht validiert fühle. Also dass ich mich selbst, also dass ich mit meinen Ängsten nicht gut ankommen kann. Und das ist klingt jetzt relativ banal und ziemlich intuitiv, aber das ist gar nicht so ohne, wenn man das weiterdenkt, weil das nämlich bedeutet, dass wir im Grunde PsychotherapeutInnen, beratende Menschen, LehrerInnen dazu in irgendeiner Form am besten anleiten müssten, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und auch mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Denn die Annahme ist, wenn wir das selbst getan haben, werden wir dem auf eine andere Art und Weise begegnen können, auch authentischer begegnen können, als es ansonsten möglich wäre. Und das ist ein Unterschied zu ansonsten Begegnungen in einem beratenden, vermutlich auch in einem schulischen Kontext, wo es eher oft mit etwas mehr Abstand möglich ist, nämlich wo wir, Schülerin XY hat ein Problem in der Familie und so weiter, da können wir ein bisschen mehr aus so einer Außenposition drauf gucken und hier sind wir mit verfangen, also wir hängen mit drin in dieser ganzen Geschichte. Das kann dieses Verstrickungsgefühl auslösen, also dass wir nicht mehr so diesen oft als Sicherheit erlebten inneren Abstand haben, wie wir das bei anderen Themen haben können, sondern wir sitzen mit den Kindern und Jugendlichen, mit den SchülerInnen im gleichen Boot, was auch nicht ganz stimmt, weil wir natürlich in unterschiedlichen Booten sitzen. Einige sind stabiler als andere und so weiter, aber das Grundproblem ist für alle da. Und das heißt, wir müssen letztlich lernen, mit diesem Verstrickungsgefühl ein Stück weit einerseits zu leben und andererseits bestenfalls irgendwie konstruktiv bis professionell damit umzugehen. Das war jetzt das Vorgeplänkel, um deutlich zu machen, weswegen wir uns mit unseren Klimagefühlen auseinandersetzen müssen. Also wir müssen natürlich nicht, aber ich würde es empfehlen. Hier ist jetzt noch ein Spruch aus dem psychotherapeutischen Kontext, wo wir auch überlegen könnten, inwieweit das auf den schulischen Kontext übertragbar ist. Das sagt nämlich, der Fortschritt der Patientinnen wird nur so weit gehen, wie die Abwehr des Therapeuten oder der Therapeutin reicht. Das heißt, wenn wir das Thema selbst nicht auf dem Schirm haben, werden wir es nicht ansprechen, wir werden es nicht angehen, wir werden es auch im schulischen Kontext nicht angehen. Und deswegen mega, dass ihr alle da seid, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit vergrößert, dass es hier und da mehr Abbildung findet und deswegen auch die Kinder und Jugendlichen damit einen Raum finden können. Genau, das ist das Buch, was Mareike und ich geschrieben haben. Aber die Psychologists for Future insgesamt haben auch schon einige Materialien auf der Homepage. Da gibt es zum Beispiel eine Broschüre, Reden mit Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, Vera, die auch anwesend ist, hat daran noch mitgearbeitet. Die gibt es umsonst auf der Homepage. Da könnt ihr also einfach auch gerne mal gucken. Da sind auch einige Materialien, die da kostenfrei verfügbar sind und die vielleicht auch hier und da nutzbar sind oder zumindest abgewandelt nutzbar sind. So, das ist jetzt der zweite Teil von Input 1 sozusagen. Jetzt gucken wir uns noch einmal die Gefühle etwas genauer an. Und dafür ist es wichtig, dass wir erstmal grundsätzlich über Gefühle sprechen. Wie funktionieren wir eigentlich als Menschen? Also, Gefühle haben eine Funktion, mindestens eine Funktion als Bedürfnisanzeiger. Das heißt, Gefühle weisen uns darauf hin, wenn etwas für uns im Leben eine Bedeutung hat. Wenn ich mich unwohl mit etwas fühle, ob mir irgendwas Freude macht und so weiter. Das führt dazu, dass ich mein Handeln in die eine oder andere Richtung mehr ausrichte beziehungsweise diesem Thema Aufmerksamkeit zuwende. Wenn etwas emotional besetzt ist, hat es für mich eher eine Aufmerksamkeit oder wird es bewirken, als wenn es nicht viel Regung in mir auslöst. Übrigens auch interessant in der Debatte über die letzte Generation, die ja heftige Gefühle auslöst mit ihren Aktionen.
Und es damit allerdings tatsächlich auch immer wieder schafft, den Aufmerksamkeitsfokus aufs Thema zu richten. Ne? Also das, wo wir Gefühle haben, wird als in der Psyche praktisch als bedeutsam erlebt. Und deswegen ist es gut, wenn wir Gefühle zur Klimakrise haben. Es wäre eher komisch, wenn wir gar keine haben, weil es dann eher so etwas bedeuten würde wie, es hat keine Relevanz für mich. Ja, zumindest oft. Es gibt Ausnahmen. Am besten funktionieren wir als Menschen in so einem mittleren Gefühlsausmaß. Das ist dieser Bereich in der Mitte. Das heißt, wenn wir irgendwie ganz gut verbunden mit unseren eigenen Gefühlen sind und die halbwegs gut wahrnehmen und merken, was da irgendwie los ist und das dann in unseren Alltag integrieren, dann sind wir am funktionsfähigsten und dann kriegen wir unseren Alltag ganz gut hin. Und schwierig wird es praktisch in den Extrembereichen. Also entweder da auf der rechten Seite Hyperarousal, das würde bedeuten, dass ich so überflutet bin von Gefühlen, dass ich mich damit gar nicht mehr, davon gar nicht mehr richtig distanzieren kann. Also das ist immer wieder zum Beispiel zu Panik kommt und dergleichen. Haben wir Einbußen in unsere Handlungsfähigkeit, wobei die gute Nachricht ist, selbst wenn wir in solchen heftigen Gefühlszuständen zeitweise sind, in aller Regel können wir das als Erwachsene zumindest mit der Selbstregulation, also dass wir uns selbst wieder, dass wir Mechanismen haben, wie wir damit umgehen können, damit es uns wieder besser geht. Bei Kindern und Jugendlichen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil die natürlich noch in einer Lebensphase sind, wo die diese Mechanismen erst für sich herausfinden und damit vielleicht Unterstützung auch brauchen. Aber auch da sind Gefühle in aller Regel gutartig und es ist einfach auch eine wichtige Entwicklungsleistung, sich damit auseinanderzusetzen und da dran zu bleiben. Genau, das andere Extrem ist die Gefühlstaubheit, also dass ich mich gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann, irgendwie gar keine Gefühle empfinde. Gefühlstaubheit und Gefühlsleere ist übrigens auch ein depressives Symptom, also es ist nichts, was unbedingt erstrebenswert wäre oder was wir uns wünschen wollen würden. Und da geht es dann eher darum, wieder um in dieses mittlere Gefühlsausmaß zu kommen, dass wir üben, die Gefühle differenzierter wahrzunehmen. Das ist übrigens ein Thema, um das sich viele Psychotherapien drehen. Da geht es oft darum, mit den PatientInnen sowas zu üben, wie was ist eigentlich gerade los? Was empfinde ich eigentlich gerade? Und was ist es genau? Und das differenziert hinzukriegen, ist auch gar nicht so einfach, weil wir Gefühle, viele von uns erstmal oft wie so ein komisches Unwohlsein oder gar nicht so näher greifbar erleben. Und da dann etwas tiefer einzutauchen, ist dann manchmal gar nicht so ohne. Deswegen üben wir es ja jetzt auch gleich. Es gibt übrigens Menschen, die generell nicht viele Gefühle wahrnehmen. Das nennt man Alexithymie. Und die haben oft einen gewissen Leidensdruck und übrigens auch mitunter soziale Schwierigkeiten, weil die Gefühle natürlich auch super wichtig sind, um uns in sozialen Situationen, also es ist ein Zeichen von sozialer Kompetenz und auch von Empathie, dass ich merke, was ist hier gerade los, wo sollte ich vielleicht lieber einen Schritt zurücktreten oder was ist ein wichtiges Thema, was ist ein bedeutsames Thema. Genau, also das Ziel ist, das hört ihr schon, das mittlere Gefühlsausmaß, da wollen wir hin. So, und jetzt gucken wir uns an, was das für die Klimakrise ganz konkret bedeutet. Ich fange an mit Klimaangst. Klimaangst ist der Popstar unter den Klimagefühlen. Also bei den Psychologists for Future haben wir eine Zeit lang, ich glaube die ersten beiden Jahre, fast ausschließlich Presseanfragen zu Klimaangst bekommen. Das ist ein Thema, was die Menschen beschäftigt. Das ist auch insofern kein Wunder, weil viele das äußern bei einer Befragung, wobei man sich dann immer so ein bisschen fragen kann, wie die Fragen formuliert sind. Machst du dir Sorgen wegen? Heißt vielleicht noch lange nicht, dass es im Alltag dann wirklich einen belastenden Charakter hat. Aber trotzdem ist es unbedingt ernst zu nehmen. Ich habe da unten jetzt die Zahlen eingeblendet von einer großen internationalen Studie von Marx und Hickman 2021, letztes Jahr, die 10.000 Jugendliche in verschiedenen Ländern befragt haben zu ihren klimabezogenen Ängsten. Und 60% haben geäußert, dass sie sehr oder extrem besorgt sind. 84%, dass sie mindestens mäßig besorgt sind. Also das sind richtig, richtig viele. Und daran anschließend ist eigentlich eine ethische Fragestellung, wie wir dem als Gesellschaft begegnen wollen. Was in dieser Studie interessanterweise auch gefunden wurde, ist eine signifikante Abhängigkeit von der wahrgenommenen Untätigkeit der eigenen Regierung. Also mit anderen Worten, die Jugendlichen waren mehr belastet, die das Gefühl hatten, meine Regierung kümmert sich nicht genug.
Und es bringt eine Entlastung. Im Grunde ist es intuitiv logisch, wenn das Gefühl auftrat, da kümmert sich wer, die Regierung wird aktiv. Das ist übrigens, da kommen wir gleich noch zu, auch übertragbar auf die familiäre und schulische Situation, dass Kinder und Jugendliche Klimagefühle aller Art dann besser verarbeiten können, wenn sie merken, dass ihre Bezugspersonen aktiv sind. Das setzt uns unter einen gewissen Handlungsdruck. Vielleicht noch, der sowieso da ist, ehrlich gesagt. Vielleicht noch ein Satz zu klimabezogenen Ängsten. Die können sich natürlich ganz, ganz unterschiedlich auf einer langen Skala äußern von so einem subtil empfundenen Unwohlsein, nicht näher bezeichnet, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, bis hin zu ganz konkreten Momenten von Schock oder Panik. Das ist dann das andere Extrem, weil ich vielleicht irgendwas gelesen habe oder irgendeine Reportage gesehen habe, die das nochmal so ganz akut ausgelöst hat. Also Klimaangst ist nicht gleich Klimaangst, sondern kann halt so eine riesen Bandbreite umfassen. Wenn wir das bei uns selbst erleben, gesund und normal, richtig und wichtig, wichtig ernst zu nehmen, wichtig hinzugucken. Bei Ängsten generell empfiehlt sich, das wissen wir aus der Psychotherapie, ein Realitätscheck. Das heißt eher, dass man der Sache weiter nachgeht und guckt, wo ist die Angst berechtigt, wo schätze ich das vielleicht auch falsch ein, weil da meine Sorgen irgendwie davon galoppieren. Und dass als Reaktion gibt es diese typische Aufteilung in Fight, Flight, Freeze, also sich damit auseinandersetzen und kämpfen, flüchten oder einfrieren. Und da wissen wir, dass die Leute, denen es gelingt, da ins Handeln zu kommen, da Vorteile haben. Das kommt aber gleich auch noch bei den anderen Gefühlen. Da machen wir jetzt weiter mit der Traurigkeit. Traurigkeit finde ich eins der interessantesten Klimagefühle und möglicherweise auch unterschätzt, weil es sich auf verschiedene, also weil es einen verschiedenen Fokus einnehmen kann. Das naheliegendste ist vermutlich die Traurigkeit, die wir empfinden können, wenn wir uns mit sterbender Natur auseinandersetzen oder sich verändernder Natur. Viele Menschen beschreiben das, wenn sie zum Beispiel nach einer gewissen Zeit wieder an den alten Urlaubsort zurückkehren und sehen, wie sich das verändert hat dort und gar nicht wiederzuerkennen ist oder im Wald oder mit Blick auf die verschwindenden Arten. Sowas kann traurig machen. Wir wissen, dass es vor allem auch naturnah lebende Menschen betrifft, also die beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Tourismus tätig sind, im globalen Süden noch viel mehr verbreitet als hier im globalen Norden. Und hier jetzt ist es ein bisschen schwierig, da den Übergang gut hinzukriegen. Es kommt noch eine andere Art von Traurigkeit ins Spiel, die möglicherweise, aber vielleicht täusche ich mich da auch, eher hier im globalen Norden zu finden ist, nämlich, dass wenn wir es wirklich geschnallt haben, wie ernst das ist und wie groß diese Lebensstilveränderungen sein müssen, die uns da bevorstehen, dass wir dann tatsächlich so viele Veränderungen in unserem Lebensstil und in unseren Gewohnheiten und auch in unserem Sicherheitsempfinden und so weiter hinnehmen müssen, dass das auch einen Abschied bedeuten kann und auch traurig machen kann. Also ich bin zum Beispiel super gerne früher in Urlaub geflogen und das kann ich jetzt mit meinem Gewissen nicht mehr so vereinbaren. Und das ist für mich traurig, weil das eine Einbuße bedeutet und ich jetzt erstmal für mich neu herausfinden muss, wie ich diese Bedürfnisse nach Abenteuer, nach vielleicht mal raus aus dem Alltag und so weiter auf andere Art und Weise befriedigen kann. Aber die Traurigkeit kann auch entstehen, wenn wir feststellen, also viele von uns sind aufgewachsen in so einem Sicherheitsempfinden, hey, wenn es irgendwo auf der Welt ein wirklich ernstes Problem gibt, dann wird die Politik sich schon kümmern und dann wird das medial abgebildet und so weiter. Und dieses Sicherheitsempfinden zumindest einschränken zu müssen oder nicht mehr in dieser warmen Wolke wahrnehmen zu können, das kann auch traurig machen. Das ist sozusagen die zweite Facette von Traurigkeit. Ich sehe, dass ich mit Blick auf die Zeit nicht mehr so viel quatschen sollte zu den anderen Gefühlen. Wut und Ärger erzähle ich aber total gerne, weil es nämlich mega handlungsmotivierend ist. Das sind in aller Regel die Gefühle, die uns ins Handeln bringen. Ganz gut, wenn man den Kopf dann noch dazu einschaltet und sich nicht nur von den Gefühlen leiten lässt, sondern auch überlegt, was ist jetzt vielleicht ein guter Plan. Also wenn wir unsere Gedanken dann noch dazu holen und vielleicht erstmal eine Nacht drüber schlafen. Aber das sind dann die Momente, in denen auch die besten Ideen entstehen können.
Ich habe unten noch die Wippe abgebildet, weil ich euch noch kurz berichten wollte, dass es so ein Zusammenspiel wie bei einer Wippe zwischen Aggressivität und Depressivität gibt. Das heißt, dass wenn jemand sehr, sehr, sehr viel Ärger empfindet, dann kann das bedeuten, dass eher die traurigen, muss ja nicht immer gleich eine Depression sein, aber dass eher die traurigen Anteile in der Wahrnehmung ausgeblendet sind und andersrum. Also dass, wenn jemand total traurig ist, vielleicht depressiv, dass dann Wut und Ärger schwer wahrgenommen werden kann und dass es dann im Kontext der Auseinandersetzung sinnvoll sein kann, das wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, dass wir bestenfalls die ganze Bandbreite abbilden können. Ja, Schuld und Scham halte ich jetzt kurz. Scham ist überhaupt nicht handlungsleitend. Es wird uns in der ganzen Klimabewegung nichts bringen, irgendwie mit Scham zu arbeiten oder Menschen zu beschämen. Führt in der Regel eher zu Rückzug. Schuld kann etwas mehr handlungsmotivierend sein, kann uns dazu bringen, dass wir unser Verhalten ändern. Ja, aber auch da wäre ich, glaube ich, eher zurückhaltend, da zu tief einzusteigen. Freude gibt es auch in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise, nämlich vor allen Dingen durch die Verbundenheit. Und wenn wir feststellen, hey, wir können gemeinsam echt was wuppen, wir können hier echt was verändern und machen einen Unterschied mit unserem Handeln, also durch das Selbstwirksamkeitserleben und durch die Kontakte, die wir im Engagement oder sonst wo in der Auseinandersetzung mit diesem Thema finden können. Zum Teil auch durchs Handeln an sich. Extinction Rebellion hat da viel draufgesetzt, dass sie, was weiß ich, zum Beispiel in London dieses pinke Boot auf den Piccadilly Circus gefahren haben und dann daraus ein Straßenfest gemacht haben, wo Jung und Alt sich begegnet und eine Halfpipe aufgebaut wurde und so weiter. Engagement kann Freude machen und es kann auch ein gutes Gefühl machen, insofern als wenn wir den Eindruck haben, hey, ich lebe hier irgendwie konform mit meinen eigenen Werten. Das hat oft eine eher beruhigende, entspannende Wirkung, das festzustellen. Freude ist möglich. Hoffnung ist eine schwierige Geschichte, weil wir natürlich nicht zu falscher Hoffnung neigen sollten. Das nützt uns nichts. Also solche Aussagen wie wird schon wieder sind auch in der Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen möglich zu vermeiden. Da komme ich gleich in der zweiten Hälfte nochmal gezielt drauf. Was ich von allen Fragen am hilfreichsten finde mit der Hoffnung, ist diese medizinische Metapher, nämlich, dass wenn wir eine schwere Diagnose bekommen, wenn uns ein Arzt oder eine Ärztin sagt, hey, du bist schwer krank und du musst das und das machen als Therapie, um zu verhindern, dass du an dieser Krankheit stirbst, dann stellt sich für mich auch nicht die Frage der Hoffnung. Dann denke ich auch nicht darüber nach, habe ich denn jetzt Hoffnung, sondern dann mache ich diese Therapie. Und bestenfalls stellt sich dann darüber im Verlauf Hoffnung ein irgendwann. Und ich stelle fest, hey, vielleicht muss ich doch nicht daran sterben. Aber ein Stück weit ist es so mit der Klimakrise, dass es aus meiner Sicht eher fatal ist, darauf zu warten, dass erst die Hoffnung kommt und wir dann über die Hoffnung möglicherweise ins Handeln kommen können, sondern dass es in aller Regel andersrum funktioniert, nämlich dass die Hoffnung dann entsteht, wenn wir bereits im Handeln sind. Das ist sonst, also es gibt verschiedene Bilder, die mir noch dazu einfallen. Sonst vielleicht so, wie wenn man auf dem Sofa sitzt und hofft, dass die Küche bald wieder ordentlicher sein möge. Aber wenn wir dann anfangen, sie aufzuräumen, dann kann diese Hoffnung ganz neue Dimensionen entfalten. Also wichtig zu merken ist vielleicht, die Hoffnung entsteht in der Regel durch das Handeln. Ich glaube, das ist meine letzte Folie zu Teil 1, betrifft die Resilienz. Das ist ein Begriff. Also Resilienz meint ja in der Originalübersetzung Gedeihen unter widrigen Umständen. Also wie können wir praktisch gesund bleiben, uns gut weiterentwickeln mit dem Wissen um diese ganzen Krisen? Es gibt eine Resilienzdefinition, das ist, glaube ich, die erste von Malte und mir, die sagt, dass Klimaresilienz die psychische Fähigkeit ist, Belastungen durch die Klimakrise gesund, kognitiv, emotional, zwischenmenschlich und handlungsorientiert zu verarbeiten. Das ist vielleicht das Neue daran, dass wir die Handlungsorientierung mit reingenommen haben, um diese Auseinandersetzung dann im Folgenden als Anlass zur Entwicklung zu nutzen, weil, und da kommen wir zu den Schwierigkeiten des Resilienzbegriffes, wenn wir Resilienz nur als Anpassung begreifen, dann ist es aus meiner Sicht grob verkürzend und nicht zulässig, zumal wir uns an die Klimaveränderungen nicht unbegrenzt anpassen können. Das ist einfach ein Mythos.
Also wir müssen zu einem gesunden Umgang mit der Klimakrise das Handeln mitdenken. Anders geht es gar nicht, weil wir uns nicht unbegrenzt anpassen können. So, jetzt gehen wir gleich in die Breakout-Sessions. Das habe ich mir folgendermaßen vorgestellt. Also wir machen eine Breakout-Session und danach Pause für 5 Minuten Bio-Break. Einmal aufs Klo oder was zu trinken holen. Aber eben erst die Breakout-Session. Inga, genau, du darfst mich gerne gleich ergänzen. Ich erzähle jetzt noch einmal ganz kurz, was wir da machen. Und zwar machen wir einen einfachen Sharing Circle. Das habe ich mir deswegen überlegt, weil es was ist, was von der Technik eventuell auch mit vielleicht in abgewandelter Form und so weiter, aber mit Schulklassen möglich sein kann. Wir machen das jetzt hier in dieser Form. 5 Minuten pro Person ist wahrscheinlich zu viel, dass ihr in euren Kleingruppen darüber sprecht, wie es euch geht mit diesem Vortrag oder mit der Klimakrise, also fokussiert auf Gefühle, wie geht es mir eigentlich gerade? Ich möchte das Thema gerne nicht zu sehr begrenzen, also ihr dürft gerne erzählen, wie es euch mit diesen ganzen Klima-Auseinandersetzungen geht, aber wenn euch in dem Moment was ganz anderes durch den Kopf geistert oder an ihr an irgendeiner Stelle hängen geblieben seid oder so, dann darf das auch Thema sein. Wichtig ist, dass pro Person, ich habe jetzt hier 5 Minuten geschrieben, wir machen aber mal 4, damit wir mit der Zeit gut hinkommen, dass jede Person, die in der Kleingruppe ist, 4 Minuten ungestört reden darf. Das fühlt sich vielleicht länger an, als es ist. Man darf auch schweigen, wenn euch nichts einfällt, dann dürft ihr auch einfach schweigen, aber ihr seid 4 Minuten an der Reihe. Während die anderen aktiv zuhören, also es ist in der Regel ermutigend, wenn man vielleicht zwischendurch mal nickt oder so oder deutlich wird, dass man noch weiter am Start ist, aktives Zuhören und urteilsfrei. Und eine Person aus der Gruppe müsste bitte auf die Zeit achten, dass nach 4 Minuten die nächste Person dran ist, sodass alle mal drankommen. Und dann würden wir die Gruppengröße auf 4 bis 5 Personen setzen und 25 Minuten machen, sodass ihr vermutlich am Ende noch 5 Minuten Zeit habt, darüber zu sprechen, wie es euch damit ging. Das ist oft eine ganz eigentümliche Erfahrung, aber eine ganz wohltuende. Ich hoffe, dass ihr diesen Effekt merkt. Genau, und natürlich, what is shared in the circle stays in the circle. Das ist nichts, was wir hier am Ende groß nachbesprechen werden, sondern es geht eigentlich vor allen Dingen darum, diese Kommunikation zu üben, was ja eine besondere Art von Kommunikation ist. So, ich stoppe mal hier die Freigabe. Inga, wir hatten gesagt, wer nicht teilnehmen möchte, darf sich kurz ausloggen für diese Zeit, ne? Weil wir wissen, dass Kleingruppen nicht jedermanns Sache ist. Aber es ist eine gute Erfahrung. Also ich möchte euch ermutigen, das auszuprobieren. Im Grunde hat es geradezu was Therapeutisches, aber wir können es so machen, dass die, die bei dieser Übung gerne nicht mitmachen möchten, sich auswählen und dann nach 25 Minuten einfach wieder reinkommen. Also das ist auch eine Möglichkeit, die wir euch gerne freistellen möchten. Niemand wird hier gezwungen. Genau. Dabei ist es wichtig, dann schließe ich da eben an, dass ihr euch dann wirklich, wenn ich das dann gleich anmoderiere, dass ihr euch auch wirklich auswählt, also das Meeting bitte einmal verlasst, ihr kommt auf jeden Fall wieder rein. Weil wenn ihr drin bleibt, dann werdet ihr ja in Räume zugewiesen automatisch. Und wenn dann immer hinterher in einem Raum 3 Leute sind, die eigentlich alle 3 nicht mitmachen wollen, dann ist das für die 4. Person total doof. Genau, also deswegen gleich bitte, wer jetzt sagt, nee, da ist mir jetzt gerade nicht nach so einem Sharing Circle, der wählt sich dann gleich aus. Bevor wir das jetzt aber machen, ganz gut, Nora, du hast den Chat ja so ein bisschen im Blick gehabt. Gibt es Fragen, die wirklich Verständnisfragen sind? Weil alle anderen würde ich gerne ans Ende des zweiten Teils packen, weil wir ja nicht wissen, was du uns noch alles erzählen willst. Vielleicht kommst du da ja von alleine drauf noch. Ja, also ich würde sagen, es gab eine Verständnisfrage nach einer Begrifflichkeit, ob es einen Unterschied gibt oder wie du den Unterschied von Gefühl und Emotion beschreiben würdest, Lea? Ja, es gibt einen. Wir haben den ein bisschen mit Absicht aus diesem Buch rausgehalten, weil wir dachten, dass er für die Auseinandersetzung mit den Klimagefühlen nicht so relevant ist. Oh Gott, und die echte fachliche Definition kriege ich jetzt. Ich gucke das jetzt während der Breakout-Sessions, damit ich nichts Falsches erzähle. Das ist würdest aber sagen, dass das für das, was ich glaube, genau, nicht so relevant ist. Ich glaube, es ist für den Umgang, für den praktischen Umgang damit nicht so entscheidend. Okay, gut.
Alles andere sind eher so Diskussionsfragen oder Fragen inhaltlicher naja, Art. Also es war noch eine Frage nach dem Alter. Also das kam auch so ein bisschen in zwei unterschiedlichen Fragen irgendwie zweimal. Also ab welchem Alter irgendwie gibt es eine Altersgrenze, ab der man, die man respektieren sollte beim Sprechen über die Klimakrise, um da nicht sozusagen womöglich eine Angststörung auszulösen bei Kindern und Jugendlichen, wenn man das zu früh macht. Gibt es da sowas? Ja, da komme ich auch im zweiten Teil dazu. Ich denke, kurz okay. Antwort, wichtig ist es, altersgerecht zu halten. Ne? Ein bisschen ja. Wie mit vielleicht Sexualität oder so. Da würden wir ja auch ein jüngeres Kind nicht direkt alle möglichen Infos vorballern, sondern vielleicht kindgerecht selektieren, wie wir darauf antworten und das entsprechend ausdrücken. Gut. Ich glaube, alles andere können wir dann auch nachher nochmal aufnehmen. Ja, genau, würde ich auch sagen. Gut, ja, dann bitte ich jetzt diejenigen, die nicht in die Sharing Circle möchten, das Meeting zu verlassen und würde dann jetzt die Räume erstellen und euch dann bitten, also dabei zu treten. Und dann sehen wir uns dann kommt ihr oder holen wir euch um 10 nach 11, holen wir euch dann zurück. Okay, alles klar. Wir wünschen euch, jetzt habe ich hier was falsch. Achso, jetzt müssen wir mal kurz warten, weil sie sind tatsächlich jetzt gegangen. Und deswegen muss ich jetzt nochmal die Anzahl der Räume verändern. Einen Moment. 3 bis 4 Teilnehmer will ich nicht. So, aha, gut, dass wir das so gemacht haben. So. Gib mir noch eine Sekunde Zeit. Inga, du schaffst was. Cool, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass sich so viele angemeldet haben. Voll das gute Zeichen. Sehr ermutigend. Wir waren tatsächlich so. Auch selber so ein bisschen überwältigt, weil wir erstmal total froh waren, als wir die 20er-Grenze bei den Anmeldungen überschritten hatten und dann gab es irgendwie kein Halten mehr. Jetzt geht's los! Bis gleich! Noah, ich habe dich nämlich extra in einem Raum mit. Ich habe es gesehen, ich gucke gerade noch im Chat nochmal, dass wir nichts übersehen. This meeting is being recorded. Inga, wir hatten gesagt, wir machen jetzt 5 Minuten Pause, ne? Aber eigentlich wären besser 3 Minuten, weil wir sind ein bisschen knapp in der Zeit. Ich habe ein bisschen zu langsam gesprochen, was man bei mir kaum glauben kann. Aber vielleicht einmal auf Klo was zu trinken holen? Was haltet ihr davon? Genau. Ja, genau. Also dann seid ihr wieder da jetzt, und wir können direkt wieder gehen. aber ich muss die Aufnahme eigentlich auch nochmal stoppen. Es kommt Teil 2. Teil 2 und dann die Fragen. Ich teile jetzt erstmal wieder meine Präsentation. Huch, jetzt ist hier auch noch der Chat. Ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt auch seht. Ich schließe ihn mal gerade. So, Breakout-Sessions haben wir geschafft. Großen Dank an alle, die es gewagt haben, daran teilzunehmen. Ich weiß, das ist ja immer was Besonderes. Und jetzt komme ich zu praktisch Handlungsempfehlungen, die auf Schule, Kinder, Jugendliche und so weiter passen. Vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Ich habe das im Vorfeld so gemacht, dass ich schon in den ganzen letzten beiden Wochen immer mal wieder gesammelt habe und aufgeschrieben habe, was ich an Informationen wichtig fände, was es irgendwie zu beachten gilt in der Kommunikation. Und das ist jetzt eher sowas geworden wie ein Puzzle. Also so mit verschiedenen Puzzlesteinen, die ich wichtig finde, irgendwie mitzudenken, und vielleicht ergibt sich dann daraus zumindest der Ansatz so eines Gesamtbildes. Aber ich glaube, fertige Konzepte und so gibt es da meines Wissens nicht. Aber fangen wir mal an mit dem, was wir wissen, und vielleicht ergibt sich dann was daraus. Jetzt kommen erstmal 5 Empfehlungen,
die aus der Broschüre mit Kindern und Jugendlichen über das Klimasprechen kommen. Und zwar gehe ich die jetzt einmal durch. Die erste Empfehlung ist, bildet euch selbst weiter. Das heißt, wenn wir uns selbst auseinandersetzen, wenn wir uns selbst mit dem Thema beschäftigen, können wir davon ausgehen, dass wir Schritt für Schritt bestimmte Themen, bestimmte Gedanken und Gefühle schon irgendwie, dass wir uns damit beschäftigt haben und dass wir auf eine andere Art und Weise damit umgehen können, als wenn das nicht der Fall ist. Dazu gehört auch ganz explizit die emotionale Auseinandersetzung, um einfach vom Krisenverständnis, dass wir da ein tieferes Krisenverständnis bekommen. Es nützt nichts, wir müssen uns über das Thema informieren. Die zweite Empfehlung ist, Call to Action, kommt ins Handeln. Die hat in der Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen nochmal eine besondere Bedeutung, weil es natürlich eine Vorbildfunktion innehat. Deswegen sind da unten die Sterne. Also wir übernehmen ein Vorbild, dass wir das irgendwie nicht ignorieren und aushalten müssen, sondern dass wir unsere Gefühle ernst nehmen und handlungsleitend einsetzen und damit was, das hat eine psychisch gesund erhaltende Funktion für gerade für Kinder und Jugendliche, genau das zu machen. Damit können wir möglicherweise sogar bestenfalls große Präventionsaspekt psychische Erkrankungen verhindern. Und es beugt der Parentifizierung vor. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Parentifizierung kennt. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, der letztlich so viel bedeutet, wie wenn Kinder zu früh unangemessene Verantwortung übernehmen. Das kennen wir zum Beispiel aus Familien, wo die Eltern schwer erkrankt sind oder so und die Kinder dann schon in relativ frühem Alter anfangen, Verantwortung für was zu übernehmen, was nicht kindgerecht ist. Und so können wir jetzt mal schauen, ob wir es in der Klimakrise nicht mit einem hohen Maß an Parentifizierung zu tun haben, was auch ein Grund ist, weswegen ich ärgerlich werde, wenn ich solche Sachen höre, wie die Jugendlichen sollen mal wieder demonstrieren gehen. Ja, ist es denn deren Job oder müssten wir nicht eher demonstrieren gehen? Also, dass wir eben die Verantwortung, die uns jetzt leider irgendwie aufgrund der ganzen Umstände vor die Füße gespült wurde, dass wir die ernst nehmen und dass wir die angehen. Redet alltagsnah, wahrheitsgemäß und offen. Das ist ein bisschen auch die Frage, die wir vorhin schon einmal kurz hatten. Es muss natürlich kindgerecht sein. Wir müssen natürlich die Bedürfnisse des Kindes im Auge behalten. Wir sollten denen nicht unser ganze Klimasorgen überstülpen, wenn die gerade ganz andere Themen im Kopf haben und so weiter. Ich merke das auch in der Auseinandersetzung mit meinen Kindern, dass sie an ganz anderen Themen interessiert sind, als ich das bin, wenn es um diese ganzen Klima- und Umweltfragen geht und dass denen aber auch andere Sachen leichter und schwerer fallen. Also dass wir da, und das ist ja eigentlich was, was man gerade als Lehrkraft vermutlich gut kann, sich so ein Gespür bewahrt, was ist jetzt gerade eine angemessene Reaktion und es dafür eben kein Patentrezept gibt, sondern es immer abhängig ist von der Situation, in der das Kind sich gerade befindet, von dem Entwicklungsstand, von den Themen, die da gerade auf dem Tisch sind. Und wahrheitsgemäß antworten und gleichzeitig nicht überfluten mit Informationen, da befinden wir uns auf so einem, in so einer Dialektik. Muss man sich da bewegen. Das ist eine sehr herausfordernde Empfehlung, die aber auch extrem wichtig ist und ein bisschen an die zweite anknüpft, kein Reden oder Handeln. Wenn wir viel quatschen, aber selbst nichts machen, ist es kein Wunder, dass wir Kindern und Jugendlichen gegenüber ein Stück weit unsere Glaubwürdigkeit verlieren und es kann sogar deren Ohnmacht, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeitsgefühle verstärken. Also da kommen wir wieder zu dieser Studie von Hickman, Marx und Hickman, dass tatsächlich die klimabezogenen Ängste bei Kindern und Jugendlichen größer sind, wenn Erwachsene nichts machen. Wir müssen ins Handeln kommen, es ist unser Job. Dafür habe ich sogar noch eine zweite Folie gemacht, weil ich den Aspekt so wichtig finde, dass natürlich die Selbstwirksamkeit, die durchs Handeln entsteht, also dieses Gefühl, hey, ich kann was machen, ich habe damit irgendwie einen Fortschritt, vielleicht nicht immer gleich viel, aber im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung, dass wir das in der Auseinandersetzung mit dem Klima höher bewerten müssen als die Selbstregulation. Nämlich das Runterregulieren von Gefühlen. Es geht nicht, also natürlich ist das wichtig, ich möchte das nicht kleiner darstellen, als es ist. Es ist gut und gesund, wenn wir uns regulieren können in heftigen Gefühlszuständen, aber Resilienz mit Blick aufs Klima hat immer auch eine Handlungskomponente. Und da gibt es natürlich tausende von Handlungsmöglichkeiten, gerade auch für Klassen, Schulen, Kollegium, die es da auszuschöpfen gilt. Und ich weiß, dass das auch mit verschiedenen Herausforderungen verbunden ist, das zu tun.
Empfehlung 5, nicht sagen, dass alles gut wird. Es wird nicht alles gut. Kinder und Jugendliche werden sich nicht ernst genommen fühlen, wenn wir das als Haltung verkaufen. Gleichzeitig müssen wir auch nicht irgendwie hier ins Doom und apokalyptisch. Also, aber die Wahrheit ist, also wahrheitsgemäß letztlich, ne? Viele Veränderungen sind eingebucht, das werden wir nicht mehr ändern können. Aber es gibt noch sehr viel zu tun, wir können noch das Schlimmste verhindern. Und also da ist es letztlich auch wieder so eine Dialektik. Ich mag dieses Wort, weil es so oft auftaucht, weil wir uns bewegen zwischen verschiedenen Polen, nämlich einerseits so einem falschen Optimismus, hey, wird schon wieder, und andererseits so einem, wir sind sowieso verloren. Und dass wir uns da in der Mitte wahrheitsgemäß probieren müssen zu bewegen. Ja, was ist sonst noch hilfreich für Lehrkräfte? Ich entschuldige mich auch noch verbal für das Klischeebild, was ich dazu auf die Schnelle gefunden habe. Das ist eine Aussage, die ich hier und da mal gehört habe. Diese Themen kommen bei mir bzw. bei meinen SchülerInnen überhaupt gar nicht vor. Oder auch in meinem Umfeld bin ich mit diesen Themen, das landet bei mir gar nicht. Auch meine Freunde oder meine Familie sagen dazu nichts. Es gibt so ein Bild aus der Psychotherapie, dass es sich mit den klimabezogenen Gefühlen möglicherweise so verhält wie mit sexuellen Störungen, was so viel heißt wie, nur weil nicht drüber gesprochen wird, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Das heißt, dass wir möglicherweise einfach auch noch nicht so eine gute Kultur dafür haben. Wir sind das nicht gewöhnt. Es war in den letzten Jahrzehnten nicht nötig. Es ist irgendwie... es gibt dafür noch kein Curriculum, es ist nicht erprobt, und das ist was, wo wir einfach wissen, dass es psychische Gesundheit und Resilienz fördern kann, wenn wir es tun und wir es deswegen praktisch mit initiieren. Wir sind Change Agents, die das starten können. Das ist aber mega wichtig, weil wir auch wissen, deswegen habe ich die Broschüre da rechts eingeblendet, dass die Klimakrise diverse schädliche psychische Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Und weil wir aus der Klimakommunikationsforschung wissen, zum Beispiel von klimafakten.de und Climate Outreach, dass gerade dieser Blick auf die Gesundheit und auf das, was wir an gesundheitlichen Folgeerkrankungen auch psychischer Art verhindern können, was Leute schnell ins Handeln bringen kann. Also tatsächlich die Menschen, die diesen Zusammenhang zwischen Klimakrise und Gesundheit gut zu fassen kriegen, sind oft handlungsmotivierter, und es erreicht alle gesellschaftlichen Segmente. Also es gibt ja diese soziologischen Einteilungen von gesellschaftlichen Gruppen, die ja eigentlich eher Gruppen sind als Spaltung, auch wenn das oft beklagt wird. Und sämtliche Menschen, auch eher konservativ geprägte, auch ältere und so weiter, sind über die Gesundheitsthemen kommunikativ gut zu erreichen. Und das betrifft auch Kinder und Jugendliche. Die Bilder sind uns einleuchtend. Und erst recht, wenn man die psychische Gesundheit mit dazu holt, dann ist das für Kinder und Jugendliche hochrelevant. Also da können wir an diese Begriffe anknüpfen. Deswegen habe ich das da unten geschrieben. Es ist ein Notfall. Wir haben einen Klimanotfall. In einer Notfallsituation muss man reagieren mit dem, was nun mal da ist, mit den Leuten, die zur Verfügung stehen, auch wenn es nicht perfekt ist, und muss ins Handeln kommen. Alles ist besser als Gaffen. Also dass wir dieses Wording an verschiedenen Stellen mit einfließen lassen können. Das war vorhin auch schon eine Frage im Chat nach den Werten. Im Gegensatz zu den Bedürfnissen, während Normen in Gesellschaften eher als etwas Restriktives wahrgenommen werden. Das heißt, es gibt eine gesellschaftliche Norm, eine soziale Norm, an die ich mich irgendwie halten möchte, weil ich sonst unangenehm auffalle. Haben Werte eher was Handlungsleitendes, wie so ein Stern am Himmel, wie so ein Leitstern, den ich probiere weiter zu verfolgen in meiner inneren Ausrichtung. Und es gibt... ich habe letztens diesen Text Globale Umweltveränderung vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung gelesen, schon von 2011, aber wirklich hochinteressant, die letztlich den Weg darin aufzeigen, wie wir irgendwie gut durch diese Transformation, die nötig ist, durchkommen. Und die spielen den Werten eine ganz zentrale Rolle zu, sogar bis hin zum Potenzial für soziale Kipppunkte. Sei ein Wertewandel in der Bevölkerung eine unabdingbare Voraussetzung. Das heißt, wir müssen von den Werten her eine Transformation schaffen, weg von der individuellen Nutzenmaximierung und dem materiellen Wohlstand hin zu Werten von Beziehung, Zeit, Leben, Natur und selbst als Teil der Natur zu begreifen.
Und das ist eine Riesenaufgabe, die natürlich auch in Schulen total viel Implikationen hat, ne? Also, weil wenn wir uns gucken, wie der Unterricht gestaltet wird, ist ja schon noch viel innerhalb dieses Nutzenmaximierung, materiellen Wohlstand stattfindet, höher, schneller, weiter, Leistungen durchfunktionieren. Und dass, wenn wir aber die Klimakrise erfolgreich bewältigen wollen, dass wir viel mehr auf ein Miteinander abzielen müssen und auf das Schaffen von Verbindungen. Tatsächlich zeigt sich, dass sämtliche community-basierten Ansätze zukunftsweisend sind. Das heißt, alles, was irgendwie Verbindung in Gruppen schafft, gilt es zu fördern, auch im schulischen Kontext, dass wir gucken, wie kriegen wir das hin, das in Klassen oder in kleineren Gemeinschaften, im Kollegium, dass da eine ausreichend gute Gruppenkohäsion ist. Das ist eine konkrete Handlungsmöglichkeit, am besten mit suppertivem Klima. Das heißt, dass wir uns darin wohlfühlen, dass wir bereit sind, uns vielleicht ein Stück weit zumindest auch zu zeigen und ein Wir-Gefühl entsteht. Das klingt jetzt ein bisschen wie Worthülsen, aber ist es nicht. Also es ist vielleicht erstmal eine Worthülse, die mit Lesen gefüllt werden muss, aber gleichzeitig wissen wir, dass es hochwirksam sein kann, weil Menschen in Gruppen mutiger werden, plötzlich Handlungsschritte wagen, wenn sie sich gut aufgehoben fühlen in der Gruppe, die individuell nicht möglich wären und wir Veränderungen so voranbringen können. Das heißt, alles, was Gemeinschaft fördert, und das muss gar nicht immer klimabezogen sein, ne? Kann auch ein Sporttag oder sowas sein, hat tatsächlich das Potenzial, mit die Veränderung, die nötige sozial-ökologische Transformation voranzutreiben. Ach so, das habe ich jetzt noch reingenommen, weil es allgemein so wichtig ist im Umgang mit Klimagefühlen und weil es auch in der Schule vielleicht nicht so gelehrt wird und weil es uns aber als Erwachsene genauso betrifft. Die 10 Säulen der Selbstfürsorge könnten eigentlich Dauerhausaufgabe für uns alle sein. Ich muss die jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Die sind auch auf der Homepage von den Psychologists und ihr kriegt ja auch diese Präsentation. Das heißt, dass gerade mit diesen schwierigen Themen, mit denen wir uns ja auseinandersetzen müssen und so weiter, es natürlich von besonderer Bedeutung ist, dass wir gut auf uns aufpassen. Wir werden auch andere Menschen nicht gut mitnehmen können oder mitreißen können, wenn wir selbst verhärmt und frustriert ob dieser ganzen Themen durchs Leben schreiten. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch unsere eigenen Verbundenheiten pflegen, für gute Strukturen sorgen. Ernährung, Entspannung, Bewegung, das sind so die Stichwörter, auf die es übrigens auch medizinischerseits in der Transformation hinausläuft und was auch zur Schule passt. Oh, das ist noch ein eigenes Feld, was ich zumindest nicht unerwähnt lassen wollte. Denn genauso wie die Gefühle richtig und wichtig sind und in der Auseinandersetzung automatisch auftreten, sind wir als Menschen alle auch von gewissen Abwehrmechanismen geprägt. Das heißt, das ist auch, also ist gesund und normal, das haben wir alle, die dienen dazu, dass wir uns fokussieren können, dass wir zum Beispiel, wenn wir mit unserer Chefin in Kontakt sind, nicht, weil wir gerade Liebeskummer haben, in Tränen ausbrechen. Also Abwehrmechanismen sind wichtig, weil sie uns dazu dienen, dass wir gerade starke, unangenehm erlebte Gefühle ein Stück weit auch mal in die zweite Reihe stellen können. Und gleichzeitig ist es mit Blick auf die Klimakrise natürlich ein echtes Problem, ne? Und da können wir uns schon eine Gesellschaftsdiagnose verpassen, dass wir als Gesellschaft da in der Abwehr auch ein Stück weit festhängen und die deswegen reflektiert gehört. Das heißt, die gibt es sowohl bei Einzelnen, in Gruppen und gesellschaftlich auf allen Ebenen. Das ist einfach was die Psychologie noch zu bieten hat und wo ich mir vorstelle, dass vielleicht gerade in der Auseinandersetzung mit dem Kollegium oder dergleichen solche Prozesse wirksam sind und es deswegen nützlich sein kann, die mit auf dem Schirm zu haben. Ich habe jetzt rechts dieses Dreieck aufgemalt, weil so gesund wie Abwehr ist, also wir brauchen das, ohne geht es auch nicht, bringt Abwehr, psychische Abwehr auch immer Nachteile mit sich. Nämlich, dass wir ein Stück der Realität damit immer auch beiseite schieben. Sei es ein Gefühl, was wir erstmal beiseite schieben, was sich unangenehm anfühlt, oder ein Gedanken. Oder schlechtestenfalls bei ganz rigider Abwehr gibt es auch manchmal, kennen bestimmt alle irgendwie persönliche Beispiele im Umfeld, dass richtige Realitäten ausgeblendet werden. Also ganz unten bei diesem Dreieck, da werden dann die erheblichsten Nachteile in Kauf genommen. Da steht die Leugnung, begegnet uns ja gar nicht mehr so oft. Aber bei echter Klimaleugnung wird tatsächlich selbst die Tatsache an sich, dass wir ein ernstes Problem haben, geleugnet. Also da wird eine große Realität ausgeblendet. Und dann gibt es nach oben hin
praktisch die weicheren Formen der Abwehr, die wir alle kennen, zum Beispiel Humor. Wenn wir gestresst sind, hier ein kleines Witzchen, das kann uns schon weiterhelfen. Und gleichzeitig ist es eben gut, ein Auge drauf zu haben, damit es nicht von selbst losgeht. Es muss an dieser Stelle leider oberflächlich bleiben, nur um es zu nennen, dass es dieses Thema gibt und dass es sich vielleicht auch lohnen würde, da noch eine eigene Veranstaltung oder sowas zuzumachen. Das finde ich noch wichtig im Umgang mit Krisen in der Schule oder im schulischen Kontext, weil es natürlich mit voranschreitender Klimakrise zum Beispiel zu häufigeren Extremwetterereignissen kommen wird, möglicherweise zu Krisen im Umfeld der Schule, bei der SchülerInnen und Lehrkräfte gleichsam betroffen sind. Und es da wiederum gilt, ein feines Maß zu finden zwischen einerseits der Würdigung und dem Hingucken und dem, das kennt ihr bestimmt mit dem Beginn des Ukraine-Krieges oder so, dass dann erstmal Runden dazu gemacht wurden, dass aufgeklärt wurde, dass vielleicht auch die Schule eine Aktion gemacht hat oder dergleichen, also dass die Belastung gewürdigt wird. Und auf der anderen Seite, dass die Rückkehr in gewohnte Strukturen aber auch Sicherheit und Normalität bieten kann. Das bezieht sich jetzt weniger auf die Klimagefühle an sich, sondern tatsächlich eher auf den Umgang mit akuten Ereignissen. Da würde die Empfehlung aus psychologischer Seite in die Richtung gehen, das zu normalisieren. Also dass wir die Normalisierung dieses Kontinuums, dass wir uns darauf immer bewegen, was auch bedeutet, dass wir vielleicht hier und da eine Auseinandersetzung vermeiden, dass wir das reflektieren und transparent machen. Also dass wir als Lehrkräfte vielleicht auch sowas sagen können wie, ich weiß, dass die Belastung wegen diesem Thema immer noch hoch ist, aber wir werden jetzt trotzdem zurückkehren zum Unterricht und ich biete am Freitag nochmal die Gelegenheit, dass wir da und darüber sprechen. Also dass es sinnvoll sein kann für die empfundene Kontrollierbarkeit von SchülerInnen, wenn sie so ein bisschen wissen, in welche Richtung das geht und wie gerade Lehrkräfte damit umgehen. Dann darf natürlich nicht ausgespart werden, dass es irgendwo auch die Grenzen der Belastbarkeit gibt. Das heißt, gerade wenn wir bei uns selbst feststellen, dass wir aus so einem Zustand von Gereiztheit, Dünnhäutigkeit nicht rauskommen, dass dann oftmals eine Situation ist, in der wir grundsätzlich erstmal Entlastung brauchen und vielleicht einen Schritt zurücktreten mögen und gucken mögen, wie geht es uns eigentlich gerade mit uns selbst und unserem Leben. Das ist sicherlich ein Zustand, der in Schulen oftmals da ist und der schlechtestenfalls, wenn wir das weiter durchziehen und eben mit so einer Dünnhäutigkeit versuchen, immer weiter zu funktionieren und auf einem hohen Niveau funktionsfähig zu bleiben, hinführen kann zu einer Entwertung im Sinne von alles scheiße, die Menschheit hat gar nicht verdient, gerettet zu werden oder so, dass das in aller Regel ein Zeichen dafür sein kann, dass es eine grundsätzliche Entlastung braucht. Das ist möglicherweise auch was Schulen sehr betrifft, übrigens genauso wie das Gesundheitssystem. Das heißt, es muss immer auch darum gehen, eine gesündere Umgebung einzufordern. Es ist alles richtig komplex, es spielt sehr viel gleichzeitig hinein. Deswegen ist das hier meine letzte Folie. Wie kriegen wir das in der Zukunft gut gestaltet? Ich habe oben drüber in Schwarz noch geschrieben, Problemfokus, Lösungsfokus. Das ist auch was ich hier gerne probieren würde und was sich auch für die Kommunikation im schulischen Kontext anbietet. Nämlich je mehr wir über Probleme sprechen, desto mehr richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Probleme und dass es wirklich sinnvoll sein kann, uns mehr auf Lösungssuche zu begeben. Das macht auch mehr Spaß. So geht das alles irgendwie gut voran und wir fühlen uns wirksamer. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie können wir diese ganzen Gedanken oder zumindest das, was uns gerade am meisten beschäftigt, weil dann sind wir ja auch am authentischsten in der Schule, wirklich umsetzen. So, das war's und damit gebe ich in die Diskussion. 36, wir haben noch 24 Minuten. Das klappt doch super mit der Zeit. Cool. So, erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank, Lea. Ich bin total begeistert und ich glaube, wenn ich mir hier die Hände angucke, dann trifft das alle. Das ist echt eine sehr begnadete Vortragende, finde ich, weil man dir wirklich auch so gut zuhören konnte. Das ist wirklich toll. Also wir haben jetzt noch 24 Minuten. Eigentlich wollten wir euch auch Fragen gerne selber stellen lassen, aber weil es eben so eine knappe Zeit ist, würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt nochmal hoch und lesen die Fragen sozusagen vor erstmal und gucken dann, ob dann noch Zeit für Diskussion bleibt, okay?
Nochmal für alle, ja, die Präsentation kriegt ihr wieder zur Verfügung gestellt. Ach so, genau, und das Video wird auch irgendwo im Internet ja abrufbar sein von dieser Veranstaltung. Also ihr könnt das dann auch mit euren KollegInnen teilen. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal was, was ihr weiterverbreiten könnt. Okay. Lea, die Frage vorhin, die allen wichtig erschien, mir auch als Mutter, ab welchem Alter würdest du sagen, ist es zu verantworten, über die Klimakrise zu reden, dass man wirklich versteht, was das bedeutet? Auch für uns Menschen, sage ich mal. Also das kommt bestimmt total, hängt es davon ab, wie der Entwicklungsstand des Kindes ist und was gerade im Alltag los ist und so weiter. Ich würde denken, dass es von Anfang an wichtig ist, es zumindest als Dimension immer mitzudenken und mit vorzuleben. Also dass es vielleicht bei kleineren Kindern weniger darum geht, das Gespräch zu suchen, sondern eher zu sagen, hey, den Müll nehmen wir jetzt mit und legen den da rein und jetzt machen wir hier das Licht aus und wir fahren jetzt übrigens mit dem Rad. Das sind ja Sachen, wo im Grunde das Klimathema auch schon da ist, ohne dass wir es explizit im gesprochenen Wort kommunizieren. Aber es wird ja dann eher durchs Handeln mit kommuniziert und schrittweise wachsen die dann da rein. Das ist auch aus psychologischer Sicht, würde ich sagen, sinnvoller, als wenn man irgendwann so ein Offenbarungsgespräch oder so führt, ne? Hey, wir haben übrigens eine Klimakrise, sondern dass es eher als Normalität mitgelebt wird. Das halte ich für viel zielführender. Aber es sind ja hier sehr viele Fachleute und ihr dürft mich auch gerne da ergänzen. Ja, ich glaube, die Frage stellt sich aber ja trotzdem noch. Also ich sag nochmal, ich frage jetzt tatsächlich nochmal nach, weil ich hatte auch das Gefühl, dass das hier auch wichtig war im Chat. Also meine Tochter ist zum Beispiel 8 und ne, wir machen das alles natürlich und wir reden auch darüber, wie dass die Welt immer wärmer wird. Aber ich frage mich, ich glaube, wenn ich jetzt mit ihr darüber reden würde, was das eigentlich wirklich bedeutet, dann würde genau das passieren, was hier im Chat stand, und würde die, glaube ich, zerbrechen davon. So. Und deswegen nochmal die Frage, gibt es so ein Alter, wo du sagst, oder ist vielleicht das Einsetzen der Pubertät irgendwie ein guter Zeitpunkt oder vielleicht lieber, oder verstehst du, was ich frage? Ja, ich probiere mich da hineinzufühlen. Meine Kinder sind ja auch 8 und 10 und kriegen das ja zwangsläufig mit, was ich beruflich mache und womit ich mich da so beschäftige, und fragen damit unter auch nach. Und ich antworte schon wahrheitsgemäß, aber nicht doomend, aber schon mit Betonung der Relevanz und hab schon den Eindruck, dass sie das aushalten können, aber dass es sinnvoll wäre, wenn es kindgerechte Angebote gäbe. Ich glaube, was wirklich hilfreich wäre, wenn es, also hier zum Beispiel, ich wohne auf dem Dorf, hier gibt es nur die NAJU, ne? Aber dass es irgendwie, dass die selbst das Gefühl haben, ey, ich kann da was machen und ich muss das irgendwie nicht nur aushalten, sondern kann da selbst ein Angebot mitgestalten. Wir hatten bei den Psychologists auch mal eine Diskussion, dass man im Grunde, also in den Großstädten gibt es das ja auch bereits, dass irgendwie auf den Klimastreiks dann so ein Bereich für Kinder ist oder für Familien und so weiter. Also aus meiner Sicht bräuchte es viel mehr Angebote für Kinder, verbunden mit Handlungsmöglichkeiten, was sie machen könnten, und dann wäre es auch leichter auszuhalten. Meine Tochter ist 10 und sie sagt, das, was ihr sehr hilft, ist, dass ich so aktiv bin. Das gibt ihr nämlich Sicherheit. Ja. Vielleicht ganz kurz noch der Hinweis auf eine Bemerkung im Chat aus kinderärztlicher Sicht tatsächlich. Kinder fragen nur das, was sie verkraften können. Also vielleicht als Orientierung eben eher Fragen beantworten, als sagen selber mit Dingen. Nimm mal die Vera dran, weil Vera ist in der Kinder-Jugend-AG. Die kann bestimmt noch viel differenzierter was zu sagen. Jetzt sind die Erwartungen sehr hoch. Nee, tatsächlich, also mag ich mich vielen, was gesagt wurde, einfach erstmal schon anschließen und finde den Hinweis aus dem Chat wirklich auch gut, weil ich glaube, dass wir darauf vertrauen können, dass wenn wir unsere Kinder in Resilienz begleiten, dass die dann schon ein ganz gutes Gefühl dafür haben, was sie selber können. Und ich zum Beispiel, meine große Tochter ist 5 und ich habe die Fragen, die du gerade bezüglich 8 Jahre gestellt hast, Inga, auch gehabt und habe gedacht, probier es einfach mal, ihr ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe gemerkt, ab irgendeinem Punkt redet die über ihr Playmobil.
So, ne? Also das, da ist sie einfach woanders, da schützt sie sich selber. Das kennt ihr vielleicht auch zu anderen Themen, aufräumen oder was, weiß der Geier was. Und ich glaube, daran merken wir ganz gut, wo die natürlichen Grenzen sind. Und die gilt es zu respektieren, weil das ja eigentlich das ist, was wir erhalten und ausbauen wollen, damit sie in so einer krisengeprägten Welt stark bleiben können. Ne? Und auch wir setzen uns dem Ganzen nicht immer aus, sondern wählen bewusst und verdrängen an ganz vielen Stellen. Und Kinder tun das auch. Und ich glaube, dahin zu erziehen und dahin zu begleiten, ja, dass wir sie da in den Grenzen ernst nehmen, ist herausfordernd, weil wir denken, oh, aber du musst es doch irgendwie begreifen. Aber ja, genau, ich glaube, da hilft es dann mehr, die Energie zu verwenden, mit Erwachsenen darüber zu reden, wie vorhin auch immer wieder viel, weil das Kind kann eh erstmal noch nichts tun und soll erstmal noch gar keine Verantwortung übernehmen, außer in dem Rahmen, den Lea und auch gerade schon du, Inga, benannt hast, so Alltagsgeschichten. Ne? Also was können wir im Alltag tun und uns damit auch wirksam fühlen, ne? Oder aufmerksam und fürsorglich. Okay. Also ich sehe jetzt gerade so im Chat, dass es eigentlich nur noch einen zweiten Themenbereich gibt, wozu es Fragen gibt. Deswegen würde ich jetzt mal eben die beiden Meldungen zulassen, in der Hoffnung, dass es dann nicht zu sehr eskaliert. Also einmal die Eva und einmal der Jens hatten sich gemeldet. Eva, magst du mal anfangen? Ja, ich wollte nur dazu fragen, dass ich das, meine Frage eher in Bezug auf, in welchem Alter können wir was machen, als Lehrerin mich einfach betrifft. Als Mutter finde ich, ist das eine einfache Sache, also für mich jetzt persönlich. Ne? Ich finde es als Lehrerin, also wenn ich eine Gruppe von Kindern vor mir habe, wo ich weiß, dass da mindestens die Hälfte der Eltern Klimakrisenverdränger sind und ich will die aber natürlich nicht überfordern, aber die haben dazu Fragen und ich will auch da eine Authentizität und Ehrlichkeit reinbringen. Und natürlich die ins Handeln bringen. Also das ist meine Fragestellung. Meine Fragestellung ist nicht nach, wie mache ich das mit meinen Kindern? Also meine Person. Mhm. Danke. Ich würde denken, vortesten, was geht und gucken, was die Situation zulässt. Also da würde ich, glaube ich, das klingt jetzt so vielleicht auch ein bisschen psycho, ist es bestimmt auch, aber ich würde davon ausgehen, dass ihr als LehrerInnen wahrscheinlich ein gutes Gespür dafür habt, was gerade machbar ist mit der Klasse und wo vielleicht das eher nicht hilfreich ist. Und dass, wenn, also ich habe ja so eine Fantasie, dass es im Grunde in jeglichen Fachunterricht immer wieder mit einfließen müsste. Also dass man vielleicht im Kunstunterricht ein Projekt dazu macht, im Politikunterricht Partizipationsmöglichkeiten durchspricht. Also dass es einfach in den ganzen unterschiedlichen Fächern immer wieder auftaucht, sodass man damit automatisch immer wieder auch Angebote schafft und immer wieder die Gefühle auf dem Schirm hat und dann je nach Situation guckt, reicht das vielleicht, das jetzt einfach nur einmal kurz zu thematisieren oder machen wir dafür jetzt noch eine kleine Runde und so weiter. Also dass es schwierig ist, da ein allgemeines Rezept zu schaffen, zumal es ja auch Klassengemeinschaften gibt, die besser funktionieren, andere, die eher schwieriger sind, wo eher einzelne Schüler geschützt werden müssen und so weiter. Also fällt mir eine generelle Antwort total schwer, merke ich. Ich glaube, das ist so ein Riesenproblem, dass wir vor dieser Herausforderung stehen, dass wenn wir alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten, die dann manchmal da so gestellt werden in so einer Runde, dass wir dann denken, oh Gott, was richte ich jetzt an, wenn ich das jetzt wirklich erzähle, wie es ist, ne? Aber da ist vielleicht dieser Hinweis mit dem Vortasten ganz gut und vielleicht mir ist der Gedanke noch gekommen, dass man dann auch wirklich sagt, okay, dafür unterbrechen wir jetzt alles andere und auch 2 Stunden oder 3 Stunden lang oder so, um einfach zu zeigen, wir geben dem Raum, wir nehmen das ernst und das ist jetzt wichtiger. So, Jens. Ja, die Parents for Future, die haben ja dieses Klimakit-Monster entwickelt. So für, ich würde tippen, Kita, Grundschule. Kennt ihr das? Was haltet ihr davon? Könnt ihr das empfehlen? Ich habe mich da nicht sehr reingedacht. Ich glaube, es ist ganz gut, was ich so von Rückmeldungen von anderen bekommen habe. Vielleicht weiß Vera das auch. Tatsächlich haben da auch Menschen aus unserer AG dran mitgewirkt. Ja. Und so diese, genau, ich bin's nicht, und haben unsere Perspektive und das, was wir aus psychologischer Sicht denken, was angemessen ist zu kommunizieren, mit reingegeben. Genau, also von daher Empfehlung dafür in Begleitung. Ne, das ist ja jetzt nichts, wo Kinder alleine mit loslegen, aber das gilt wahrscheinlich für alle Beschäftigungen mit Klima- und Krisenthemen immer in Begleitung.
Super. Der zweite große Fragekomplex, den ich hier so ausmachen kann im Chat, der bezieht sich darauf, wie gehen wir denn jetzt konkret, also habt ihr Handlungsempfehlungen, wie gehen wir konkret jetzt mit unserem Kollegium um, wenn das eigentlich noch aus Leugnern und Verdrängern besteht? Also nicht, vielleicht nicht leugnen, dass sie leugnen, dass es die Klimakrise gibt, aber sozusagen leugnen, dass wir da handeln müssen oder dass sie uns persönlich betreffen wird. Und das ging so weit, dass die Frage auch aufkam, glaubst du, vielleicht kannst du damit erstmal anfangen, glaubst du, dass Menschen, wenn sie zu hart konfrontiert werden, dass sie dann, also der Realität, dass sie dann Angst bekommen und dann eher weiter verdrängen und zumachen? Kann, muss aber nicht. Die Empfehlung, die bei Verleugnung würde ich eher dazu raten, nicht zu viel Zeit zu verschwenden, weil da wird richtig eine Realität ausgeblendet, ne? Und da, wenn wir da in Kontakt gehen, kommunikativen Kontakt, dann kann das eher dazu führen, dass irgendwelche hanebüchenden Argumente ausgepackt werden, wo wir im Endeffekt denken, oh Gott, das war jetzt aber irgendwie nicht hilfreich. Also, aber wenn es um Verdrängung geht, also wenn erstmal die grundsätzlich anerkannt wird, dass wir ein Problem haben, dann hilft im Grunde das, was auf dieser Folie mit dem Eisberg war, nämlich Beharrlichkeit. Das heißt, immer wieder mentale Operationen schaffen, immer wieder mal im Gespräch das Stichwort bringen, mal einen Artikel dazu einbringen, mal eine Fortbildungsveranstaltung dazu machen, mal ein, was weiß ich, Erfahrung aus der Unterrichtsstunde teilen. Also, dass man das Thema oben hält. Das war tatsächlich das, was uns bei Gründung der Psychologist auch ein befreundeter Politpsychologe geraten hat. Der hat gesagt, das, was ihr brauchen werdet, ist Einfachheit und Beharrlichkeit. Also eher nicht langer Vortrag, sondern eher immer mal wieder, wenn es passt, das mit auf den Tisch und nochmal und nochmal. Und nicht davon ausgehen, dass die dann sagen, hey Lea, ich habe es jetzt voll gecheckt, endlich fällt es mir mal wie Schuppen von den Augen. Das werden die nicht machen, ne? Ist ja ein Gesichtsverlust. Es ist nicht anzunehmen, dass in einem Gespräch sich die Meinung ändert. Wenn überhaupt, dann im Nachhinein und ohne, dass wir es mitkriegen. Dann ist es eher im Sinne von so einer stillen Wirkung. Wir wissen, dass jedes einzelne Gespräch auch eine stille Wirkung mit sich hat, das dazu führen kann, dass es weiter wirkt, in den Leuten irgendwie weiter innerlich abgewogen wird und so weiter. Ich finde es hilfreich, sich klarzumachen, wie bei uns selbst dieses Bewusstsein entstanden ist, dass das in der Regel nicht durch ein Gespräch entstanden ist, sondern dass das auch eine gewisse Zeit brauchte oder überhaupt so Bewusstseinsprozesse mit anderen Themen, Gender, was auch immer, dass das eine gewisse Zeit braucht, der inneren Auseinandersetzung. Und das, was mir auch noch hilft, ganz praktisches Beispiel in so schwierigen Gesprächen, ist, wenn ich die Finger dabei heimlich überkreuze und mir klar mache, dass es keine Alltagskommunikation ist, die ich gerade führe, sondern dass ich gerade probiere, auf den Gegenüber einzugehen und zu gucken, wo diese Person sich gerade innerlich aufhält und nicht in so einen entwertenden, oh, ist der wieder ätzend Modus zu verfallen, sondern ein Stück weit eher, um mein Herz dafür zu öffnen und zu denken, Lea, ich bleibe jetzt in Kontakt und ich probiere jetzt, diesen Kontakt weiterzuführen und dass es dadurch ein bisschen leichter wird, weil ich dadurch kennzeichne, dass es eine Sondergesprächssituation ist. Es sind total anstrengende Gespräche, die kosten richtig Kraft und Nerven. Aber du meinst, du für mich selber kennzeichnen? Also ja, ich kennzeichne das für mich selbst und weiß in meinem Hinterkopf, dass einige Kolleginnen von den Psychologists das genauso machen und dass wir eine stille, heimliche Verbindung schaffen, indem wir unsere Finger kreuzen. Ach, das ist ja total süß. Macht gerne mit. Das finde ich total süß. Ich habe einmal die Bitte, dass ihr, ich verstehe, dass es schwerfällt, aber die Diskussion im Chat gerade noch so ein bisschen zurückfährt, damit wir in der Lage sind, die Fragen daraus zu filtern, weil sonst ist das so eine große Masse an Nachrichten hier. Ich fand die Frage noch total spannend, die Thomas gestellt hat. Bei älteren SchülerInnen, vor allen Dingen in der Pubertät, ist beim häufigen Ansprechen des Problems das Problem, dass die SchülerInnen dann reagieren eben auch mit so einer Abwehrhaltung, nämlich oh, nicht schon wieder Klima. Ne? Also das haben wir nämlich auch. Wir haben, glaube ich, wir stellen eine Diskrepanz fest. Es gibt SchülerInnen, die sagen, boah, wir reden da nie drüber. Und es gibt aber auch SchülerInnen, die sagen, oh, schon wieder Klima. So, und wie können wir damit umgehen, wenn wir auf so eine Klasse treffen? Ja, also da würde mich erstmal interessieren, was die denn so interessiert. Ne? Also ich kann das ja erstmal verstehen, dass die da keine Lust drauf haben. Das Thema ist ja auch alles andere als erfreulich. Also das,
Und dass man gerade in einer Lebensphase, die ja sehr zukunftsgerichtet und welchen Beruf mache ich und so weiter, keine Lust hat, sich mit diesen Negativszenarien auseinanderzusetzen, finde ich erstmal sehr verständlich und kann ja vielleicht auch was ganz Gesundes sein, dass die sich da schützen. Mhm. Ich glaube, ich würde eher gucken, was interessiert die denn sonst so gerade? Und ich, also, und dann kann man es ja hier und da verknüpfen. Es muss auch nicht immer. Also, weil letztlich wir wissen, dass, also wenn wir transformatorisch denken im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation, dann ist es nicht nötig, immer nur das Wort Klima und das Klimathema dazu zu benennen, sondern dann machen wir eigentlich auch schon was fürs Klima, wenn wir was Gruppenbildendes machen, wenn wir gucken, wenn wir über Werte sprechen, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, dann ist es eigentlich Klima, ohne dass man es auf den ersten Blick sieht. Oder mit psychischer Gesundheit, gesunden Arbeitsbedingungen und Strukturen. Ja. Kann es auch sinnvoll sein, danach zu fragen, warum die da jetzt nicht nochmal drüber reden wollen? Also ich könnte mir gerade so vorstellen, dass da vielleicht dann auch sich hinter verbirgt was oder... Kommt vielleicht auf den Versuch drauf an, kann aber dazu, kann vielleicht auch dazu führen, dass sie genervt sind, aber Versuch macht klug, ne? Ich glaube sowieso, dass wir uns in diesen ganzen Geschichten ein Stück weit voranscheitern müssen. Also, dass das alles so neu ist, dass es keine Curricula dafür gibt oder so, sondern dass wir auch die Veranstaltung heute, ich habe zwischenzeitlich gedacht, was mache ich eigentlich, eine Veranstaltung mit Lehrkräften? Ich kann irgendwie das erzählen, was ich weiß, und dann können wir gucken, was sich daraus ergibt. Aber dass es dazu ein Lehrbuch gibt, was ich vorher durchgearbeitet hätte oder so, das gibt es nicht. Das ist alles so viel Neues im Entstehen und so viel, was sich da entwickelt. Ich glaube, dass wir alle gut daran tun, auch ein bisschen Trial and Error und gucken, was hat funktioniert, was nicht so, was ist auch mein Stil, womit bin ich authentisch, was passt nicht so gut zu mir und zu meiner Art, wie ich unterrichte oder wie ich denke und fühle. Also, dass es da auch Unterschiede geben kann. Super, vielen Dank. Ich bin gerade im Angesicht der Zeit ein bisschen überfordert. Ich würde jetzt gerne eine Frage noch stellen und dann, wenn dann noch Zeit ist, nehme ich euch was dran, weil hier war noch die Frage, wie würdest du damit umgehen, wenn einzelne SchülerInnen gemobbt werden, weil sie offen Klimaschutz fordern und danach handeln? Ich glaube, das kennen wir auch fast alle. Also ne, fast jeder hat irgendeinen Schüler, der besonders aktiv ist, sei es bei FFF oder sonst was, und der dann manchmal auch da schon ganz schön doofe Sprüche für einzustecken hat. Ja, das Thema macht mich insofern betroffen, weil ich ja bis Ende Februar eine Praxis für Psychotherapie hatte und einfach aus meiner Perspektive sagen kann, dass Mobbing in Schulen ein so unendlich großes Problem ist und dass so schwere Folgeerkrankungen auch psychischerseits nach sich zieht, dass ich echt finde, das bräuchte eigentlich eine eigene Agenda. Also, dass wir uns überlegen, wie gehen wir in Schulen gut mit Mobbing um und wie können wir die SchülerInnen schützen, weil das hinterlässt echt solche Schäden psychischerseits. Und wie man damit gut umgehen kann. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass es bei einigen nur der Schulwechsel geholfen hat und aber... Jetzt, okay, das ist jetzt meine Psychotherapie-Hintergrund. Aber dass den Leuten, die zum Beispiel bei FFF organisiert sind oder so, die werden wahrscheinlich darüber einen Schutzfaktor bereits haben, weil sie sich eingebunden in eine Gruppe erleben. Und letztlich ist ja das, was mit dem Mobbing zerstört wird, ist dieses Eingebundensein in eine Gruppe. Und wenn das an anderer Stelle möglich ist, dann hat das wahrscheinlich einen protektiven Faktor. Und gleichzeitig finde ich es wirklich fatal, macht mich richtig, wäre ich richtig ärgerlich. Also ich weiß aber jetzt auch nicht, oft benutzt man das Wort Mobbing ja, auch wenn gar nicht Mobbing gemeint ist, sondern ne, wenn vielleicht eher Dissen oder Ärgern oder so gemeint ist. Aber vielleicht nehmen wir dann an der Stelle den Hinweis erstmal auf, wenn es wirklich sich um Mobbing handelt, dann braucht es ja sowieso eine andere Art von Intervention, nämlich die, die ich bei jeder Art von Mobbing machen muss. Und wenn es eher so ein, ja, so eine Art Ärgern oder so ist, dann vielleicht offen ansprechen nochmal, warum? Das kennen wir ja ein bisschen als klimabewegte Menschen auch selbst, ne? Dass man möglicherweise aus diesen unangenehmen Gefühlen, die entstehen können, wenn man mit diesen Themen konfrontiert wird, dann plötzlich angefangen wird, die Person abzuwerten. Also allein was für ein Rattenschwanz an Shit-Kommentaren das nach sich zieht, wenn Luisa Neubauer
irgendwas tweetet oder so. Da sieht man ja, dass die Person klein gemacht werden muss, um vielleicht möglicherweise dieses unangenehme Thema nicht zu sehr an sich ranzulassen. Und ich habe jetzt gerade auch so gedacht, vielleicht könnte man auch mal was dazu machen, was eigentlich ad hominem bedeutet und so. Aber ich habe dafür leider keine einfache Lösung. Okay. Aber ich sehe total das Problem. Ich nehme jetzt mal die Meldung noch dran. Wir haben noch 4 Minuten. Ich würde den Chat gleich gerne für Diskussionsbeiträge öffnen, aber wenn noch jetzt noch mal bitte ganz kurz, wer noch irgendwann eine Frage hat, eine wichtige, dann möge er die jetzt bitte noch mal reinstellen und bitte kurz keine Diskussionsbeiträge in den Chat, damit die nicht verloren gehen. Denise, bitte kurz. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir halt auch nicht vergessen, dass wir eine SchülerInnen-Generation haben, die gerade aus einer Megakrise rauskommt oder die halt auch immer noch da ist, auf die sie und nicht vorbereitet, auf die wir alle nicht vorbereitet waren. Das heißt, ich bin an der Berufsschule, meine SchülerInnen sagen, Frau Ney, ich will jetzt mein Leben zurück, ich bin geimpft, ich will jetzt mein Leben zurück, das, was man ihnen versprochen hat in der ganzen Zeit. Und jetzt kommen wir und sagen, nee, sorry, diese Art von Leben gibt es halt nicht mehr. Und das heißt, auf eine Riesenbelastung legen wir eigentlich noch sowas drauf. Und das macht es, glaube ich, gerade so schwierig. Und zu diesem Mobbing-Thema, ich arbeite halt in der regionalen Fortbildung auch zu dem Thema so Antidiskriminierung, diversitätssensible Schule und stelle fest, dass in vielen Kollegien und vor allen Dingen auch in den bei den Führungskräften zum Teil überhaupt nicht klar ist, was ist denn der Unterschied zwischen Konflikt, zwischen Mobbing, zwischen Diskriminierung und zwischen Rassismus. Und dass es alles unterschiedliche Sachen sind und unterschiedliche Auswirkungen und keinesfalls gleich behandelt werden dürfen. Und das haben wir ein ganz großes Manko in der LehrerInnenbildung und in der Ausbildung der Führungskräfte an Schulen. Okay, es gibt vielen Dank. Ich nehme jetzt nicht wieder Lea nach jedem Einzelnen dran, ja, sondern ich nehme jetzt die anderen drei nochmal mit der Bitte um Kürze hintereinander dran. Jens. Okay, als du gesagt hast, SchülerInnen reagieren genervt auf nicht nochmal dieses Klimathema, vielmehr sofort Leas Folie, problemorientiert und lösungsorientiert ein. Wenn wir das immer nur problemorientiert machen, dann müssen wir uns, glaube ich, nicht wundern, wenn die da nicht so Bock drauf haben. Und ich finde das total wichtig, sich die Zeit zu nehmen für lösungsorientiert und da auch irgendwie gute Beispiele zu haben. Da sollten wir vielleicht auch nochmal einen Fokus drauf legen, wir Teachers und wir Lehrkräfte an Schulen. Ja, voll gut. Sören? Ja, ich bin Schulsozialarbeiter und ich berate Kinder und Jugendliche. Und ich hing noch bei dem Beispiel, was so Beratung gegen Hoffnungslosigkeit angeht und dass man vermittelt, dass man das aktives dagegen arbeiten helfen kann, was ich genauso sehe. Aber ich hatte aber das Beispiel mit der schweren Erkrankung und dass man dann einfach auf das tut, was notwendig ist. Das Beispiel endete aber dann damit, dass man dann die Erkrankung ja vielleicht besiegt. Jetzt ist die Situation hier ja im Grunde genommen etwas anders, vor allen Dingen, wenn es weiterhin schlecht läuft. Dann reden wir ja eher davon, dass es in der Beratung, es tut mir leid, wenn das jetzt sehr zynisch klingt, aber dass es da eher Parallelen zur Beratung bei einer Sterbebegleitung geht. So, ja. Denn wenn jetzt eine Schülerin bei mir sitzt und sagt, ich weiß, wie die Lage ist, ich weiß, dass es ganz furchtbar werden wird und ab einem gewissen Punkt lässt sich das dann auch kaum noch aufhalten, egal wie sehr ich da reinarbeite und egal wie sehr ich das tue. Und da hänge ich noch ein bisschen dran, dass ich mich frage, okay, wie fange ich so eine Person auf? Weil ich ja schlicht und ergreifend nichts anderes auch irgendwie sagen kann, wenn ich ehrlich bin, ja, stimmt. So, es wird übel für dich. Ja. Dazu würde ich aber jetzt gerne einen Satz sagen. Ja, das stimmt voll. Und bei schweren Erkrankungen ist es aber ja auch so, dass sie oftmals nicht folgenlos irgendwie wieder, also dass dann nicht voll die Heilung eintritt und dann ist alles wieder gut, ne? Sondern dass das lebensprägend sein kann, dass auch Menschen sterben. Und ich glaube, dass
was mir dazu einfällt, ist das, dass wenn wir das ehrlich ansprechen und wenn wir das aushalten mit diesen existenziellen Gefühlen, mit dem Todesthema, was da dranhängt, mit diesen ganzen Existenzthemen, die da dranhängen, dass wir uns dann auf so eine Art begegnen können, die hat Yalom, ein ganz berühmter Psychoanalytiker, als Universalität des Leidens bezeichnet, dass dadurch nämlich auch eine Form von Nähe entsteht und Verbundenheit, die wiederum gut ist. Aber es ist schwer und es ist ein Trauerprozess und du hast voll recht mit dem, was du sagst. Danke. Kerstin? Ja, daran schließt sich meine Frage, weil wenn diese krassen Gefühle ja mit auftauchen, also in der Schule kann ich super integrieren, Wissen vermitteln, alles klar, ich kann super integrieren, Handlungen, ne? Was können wir tun? Wir versuchen irgendwie Aktionen zu starten. Aber jetzt wirklich konkret Raum für die Gefühle zu schaffen, dafür bin ich ja eigentlich gar nicht ausgebildet. Und wie damit umgehen. Also eben hatten wir diese Breakout-Session, fand ich super intensiv, überraschend intensiv. Also da, mega. Braucht es das an Schule auch? Und brauche ich dann als Lehrer nicht eigentlich auch mehr eine Fortbildung dafür, wofür sind Gefühle da? Müsste ich nicht, wäre es nicht sinnvoll auch zu vermitteln, hey, ihr habt Gefühle, was macht denn die Angst überhaupt? Wofür braucht ihr die? Und warum ist die gerade wichtig und gut, dass die da ist? Du sollst jetzt Angst haben. Natürlich hast du Angst. Das ist ja auch eine Bedrohung. Ne? Also, dass wir quasi bewusst Raum schaffen, Gefühle auszudrücken, keine Ahnung, in Deutsch zum Beispiel auch zu entdecken, irgendwie quasi ein Journal schreiben, ne, und ich gebe dafür Zeit oder keine Ahnung. Oder sagst du, das ist was eben auch nebenbei passieren kann? Ja, ich bin befangen, ne? Ich finde auf jeden Fall, es braucht Raum für Gefühle. Ich würde mir wünschen, dass unser Buch mal irgendwo Klassenlektüre wird. Falls irgendjemand von euch das hinkriegt, dann lasst mich unbedingt teilhaben an den Erfahrungen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, um überhaupt die Grundlage schaffen zu können, aktiv zu bleiben und nicht nur das ein halbes Jahr zu sein und dann auszubrennen und festzustellen, so anstrengend bringt irgendwie nichts, sondern dass wir im Grunde die permanente Auseinandersetzung brauchen, auch um einen guten Umgang miteinander zu finden. Mit Verbundenheit und Authentizität. Eine Kollegin von uns hatte eine total schöne Idee, so jetzt losgelöst einfach vom Klima, wie sie im Deutschunterricht in einer freien Schreibzeit einmal die Woche einfach Zeit für Gefühle schafft. Die können wir vielleicht auch mal auf unserer Homepage nochmal teilen oder in unserer Ideensammlung. Einfach über so ganz einfache Leitfragen, so das einfach etablieren, dass Gefühle überhaupt eine Rolle spielen in der Schule. Und da kam ja neulich auch, hat bei uns auch so einen Artikel dazu geteilt. Also ich sehe, wir müssen mehr Materialien noch teilen. So, es ist 12.03 Uhr. Da Lea ja gerade am Anfang schon selber gesagt hat, dass ihre Kinder auch krank und nicht so richtig betreut sind, will ich jetzt ungern die Lea hier noch weiter festhalten. Würde vorschlagen, dass wir das so machen, dass wir jetzt erstmal Lea verabschieden und uns bei ihr ganz herzlich bedanken und dass wir dann mal schauen, wie wir weitermachen. Also wir bleiben auf jeden Fall hoffentlich in Kontakt, liebe Lea. Das war so wundervoll. Ich glaube, dass wir alle ganz viel jetzt heute Vormittag mitgenommen haben. Allein schon, wie wunderschön deine Präsentation war und wie toll du uns das hier alles vorgestellt hast. Wahnsinn. Ganz lieben Dank dafür. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und gemeinsam weiterdenken. Bei uns hier in unseren parallelen Chats bei den Teachers sind direkt auch die Ideen schon entstanden, dass wir da jetzt anknüpfen wollen, unsere eigene Angebote entwickeln wollen. Und die würden wir natürlich total gerne auch wieder an dich zurück, also mit dir mit, oder mit euch, mit dir und Mareike und Vera auch total gerne rückkoppeln. Oder auch mit eurer AG Klima und Schule, die ihr ja auch habt. Also da sollten wir auch ganz dringend eine Vernetzung herstellen. So, dann erstmal die Erlaubnis, da wir ja auch Host sind, kannst du dich, glaube ich, hoffentlich ausloggen, ohne dass wir alle rausfliegen. Oder du stellst einfach deinen Computer auf lautlos. Ja, das kriege ich hin. Ich bedanke mich, dass ihr alle da wart und ich freue mich total über das große Interesse. Voll gut. Ja, tausend Dank dir, echt. Das war ein Traum. Super. Okay. Genau. Und dann würde ich total gerne im Namen der Teachers nochmal kurz für alle, jetzt wo alle wieder da sind, darauf hinweisen, dass ihr alle bei diejenigen, die jetzt noch nicht aktiv sind, bei uns, dass ihr alle bei uns mitmachen könnt und alle bei uns Mitglied auch werden können, damit wir weiterhin solche tollen Angebote machen können. Sind wir auch wirklich dankbar, wenn Menschen auch wirklich Mitglied werden und dadurch einen kleinen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 12,50 Euro
im Monat bezahlen, damit wir solche Angebote machen können. Aber auch wenn ihr das gerade nicht wollt oder könnt, seid ihr herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Kontaktiert uns über unsere Homepage, über unsere Kanäle. Wir freuen uns über Zuwachs. Und da habt ihr dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel in unserer AG-Fortbildung gemeinsam jetzt weiterzudenken von dem, was wir jetzt hier von mir gelernt haben. Was machen wir jetzt damit? Können wir darüber Sachen entwickeln? Also, sie waren jetzt alle schon Ideen im Chat. Anne hatte irgendwie ja schon so eine Idee zum Beispiel geteilt, die ich total spannend fand. Und dass wir da daran weiterarbeiten.